Ja, hallo, hier ist der Markus nochmal mit dem Versuch, die Milchstraße zu messen auf 1024 MHz. Das ist die Antenne und Teil 2. Ich möchte euch nun zeigen, ich habe jetzt hier Richtung Norden eingestellt, wäre die Milchstraße jetzt hier oben nicht zu hören, nicht zu sehen. Dazu das Frequenzband sieht so aus. Also wir haben im Wasserfalldiagramm keine Erhöhung. Von den Peaks her auch nicht. Jetzt schwenke ich Richtung Milchstraße. Die wäre jetzt heute um die Uhrzeit Richtung Feldbergturm, Richtung Südost zu sehen. Jetzt schwenke ich hier rüber. Und hier kann man nun ganz gut erkennen, in dem Bereich hier, dass eine Pegelerhöhung ist, im Wasserfalldiagramm, kann man den Strich hier auch sehen. Und ja, ich vermute damit, dass das eventuell die Wasserstofflinie ist. Tschüss!